Hier soll er entstehen, am Ortsausgang von Neukirchen Richtung St. Engelmar, der neue Freizeitpark der Familie Steinbauer. Rudolf Steinbauer hat vor 15 Jahren bereits die Sommerrodelbahn in St. Engelmar gebaut. Ähnliches hat er nun auch in Neukirchen vor. Vor rund einem Jahr bot sich ihm die Gelegenheit, das etwa 20 Hektar große Areal zu kaufen. Und er griff zu. Wir haben geplant, als Hauptzugnummer die Leute über 50 anzusprechen und hier eine Bahn zu errichten, die eigentlich für solche Leute gerade geeignet ist und die dann am Berg rauf transportiert. Und dort oben soll eine Alm entstehen, wo dann zum Verweilen und zum Brotzeitmachen einlädt, wo eine große Aussichtsplattform ist. Neben dieser sogenannten Wheelie-Bahn soll außerdem ein Alpine-Coaster, ähnlich wie der in St. Engelmar, entstehen und auch eine, laut Steinbauer, bislang in Ostbayern einzigartige Rutschenwelt. Im Westen des Geländes will die Familie auch noch einen bereits bestehenden Stauweiher zu einem Erholungsgebiet umwandeln. Wir haben hier in der Senke einen Bergbach, der was runterläuft, und das wollen wir eigentlich dann in einer Wasserwelt anbieten, um hier den Besuchern das Element Wasser näher zu bringen. Es entsteht da praktisch ein großer Wasserspielplatz und das Element Wasser kann praktisch im Bach erlebt werden. Und genauso wird im Stauweiher eine so interaktive Bootsfahrt entstehen. Das heißt, eine so ruhige Bootsfahrt, wo eigentlich wieder die ganze Familie dann einfach mal mit dem Boot durchfahren kann. 6 Millionen Euro will Steinbauer investieren. 100 bis 120.000 Besucher soll der Familienfreizeitpark pro Jahr anlocken, vor allem in den Sommermonaten. Geplant ist ein Saisonbetrieb von Ostern bis Allerheiligen. Bürgermeister und Gemeinderat stehen hinter dem Investor. Einigen Anwohnern, vor allem im Neukirchner Baugebiet Ziegelfeld, gefallen die Pläne jedoch überhaupt nicht. Wir haben dort eine geschlossene Naturlandschaft, die über Jahrhunderte gewachsen ist. Die wird jetzt, ich möchte nicht sagen zerstört, aber sie wird umgebaut für eine Freizeit- und Erlebnisindustrie. Der nächste Knackpunkt ist natürlich, dass durch den Freizeitpark Lärm entsteht, durch den Freizeitpark selbst, aber auch durch den Verkehr, der hier zu- und abläuft. Die Leute müssen eigentlich hier keine Angst haben, weil das wird eher eine kleinere Anlage und eher eine ruhigere Anlage. Es ist nicht so, dass das eigentlich Volksfest pur werden sollte, sondern das soll ja eigentlich in der Natur stattfinden und man soll ja möchte an den Menschen die Natur näher bringen hier. Allerdings kritisieren die Gegner, sei auch nicht geklärt, wer die Infrastruktur für den Freizeitpark zahle. Straßen, Strom, Wasser- und Abwassereinrichtungen seien für ein Projekt dieser Größenordnung nicht ausgelegt. Ja, die Gemeinde spricht natürlich von Vorteilen, die durch diesen Freizeitpark entstehen, definiert aber im Prinzip nicht genau, wo die liegen. Man sagt zwar, das ist gut für die Tourismusentwicklung, wenn man aber nachfragt, ja, was entwickelt sich denn positiv im Tourismus, dann bekommt man darauf keine Antwort. Rund 160 Unterschriften hatte die Bürgerinitiative gegen den Freizeitpark gesammelt. Zu einem Bürgerbegehren wird es zunächst trotzdem nicht kommen. Am Montag hat es der Gemeinderat aus formalen Gründen abgelehnt. Die Unterschriftenlisten waren fehlerhaft. Jetzt müssen wir als Bürgerinitiative natürlich wieder schauen. Wir werden jetzt beratschlagen, wie gehen wir weiter vor und ob wir dieses Bürgerbegehren in einer etwas anderen Form nochmal neu aufsetzen. Möglicherweise werden wir uns dann dazu auch einen anwaltlichen Rat einholen. Das Großprojekt der Familie Steinbauer, es wird also wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter für Diskussionsstoff sorgen in Neukirchen. Trotzdem können jetzt die konkreten Planungen beginnen. 2014 soll Baubeginn sein. Für 2015 ist derzeit die Eröffnung des Freizeitparks geplant.